Promi-Geflüster, heute wieder aus unserem schönen Homeoffice sozusagen. Wir sind mal wieder mit Künstlern verbunden und heute geht es mal ein bisschen zurück in die goldenen 20er Jahre. Die goldenen 20er, willkommen in den 20ern, so heißt das brandneue Album von Goldmeister. Und dazu begrüße ich jetzt über Skype, sie sitzen in Baden-Baden, sind auf Promotour. Ja, Goldmeister, Halli, hallo und herzlich willkommen. Ja, Hallöchen zusammen. Hallöchen, grüß euch, Dankeschön. Genau, ihr seid tatsächlich zusammen, obwohl es jetzt sage ich jetzt mal, immer wieder mit Kontaktsperre und so weiter doch immer noch anhält, ein Stück weit. Ja. Aber ihr macht zusammen Musik, das jetzt schon seit 5 Jahren etwa, gell? Also letztendlich, wenn man es genau nimmt, sind es schon knapp 6. Okay. Ja. Also jetzt, wie gesagt, ihr seid zusammen, eine Kamera, deswegen, also es wirkt manchmal, wie wenn es wieder 2 wären, ne? Aber nee, wir haben da eine, genau. Zum einen den Chris und den Phil, genau. Chris ist wer jetzt nochmal? Chris Hammer ist hier und der Phil, genau. Ich bin der. Ja, zurück in den 20ern und da sind wir jetzt ja eigentlich mittlerweile auch schon im 2000er Jahr angekommen, ne? Kann man sagen. Was ist der Reiz, jetzt die 20er so wieder Revue passieren zu lassen, in der Form der sozusagen Jetztzeit? Ja, also ganz klar, in den 20er Jahren war nicht immer alles rosig, das wissen wir alle, aber nichtsdestotrotz, die Art der Musik, die Art, wie getanzt wurde, diese Extrovertiertheit, die Ausgelassenheit, die Kleidung, die dort getragen wurden, sind quasi alles gute Gründe, um das jetzt nochmal aufleben zu lassen. 100 Jahre später, 20er Jahre der Neuzeit, ist, glaube ich, Grund genug für uns, dieses Album zu machen und ist ja auch schon unser zweites Album. Ja, richtig, genau. Das erste haben wir ja auch hier noch liegen. Also zumindest auch die Promo-Version, die sah so aus, genau. So ganz grob sieht man es, genau. Da habt ihr ja damals erfolgreiche Titel, kann man sagen, aus der Neuzeit mit dem Sound der 20er damals ein bisschen vermischt, kann man sagen, oder? Ja, genau. Ja, und das Ganze auch immer mit Orchester oder zumindest mit so einem gewissen, mit einer gewissen Band im Hintergrund. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass das dazu gehört, oder? Absolut, ja klar. Also wir haben auf jeden Fall 7 Musiker mit am Start. Brass, Banjo und Klavier, wie man so schön sagt, ist alles vertreten. Und du musst natürlich das Ganze schon ein bisschen authentisch machen. Ne? Und das klappt mit denen sehr, sehr gut, ja. Ja, sehr schön. Und es swingt natürlich auch. Also wenn man die Titel alle hört, man hat schon gleich das Feeling und will mitschnippen und ist dabei. Genau, das macht es ja auch aus. Ne? Richtig. Ja, jetzt auf der neuen CD, da sind ja auch viele Titel von euch selber komponiert und geschrieben. Wie kommen die Titel zustande? Wie geht's los? Also viele der Songs sind tatsächlich aus alltäglichen Situationen heraus entstanden. Mal ist es so, dass man sich irgendwie Songideen zuschickt und dann anfängt, so den Ball immer hin und her zu spielen und zu sagen, ich habe wieder eine neue Strophe geschrieben oder ich habe schon einen Refrain zusammengebastelt und hör dir mal vielleicht auch schon eine Gesangsmelodie an, die ich dir dann per Sprachnachricht oder so schicke. Und beispielsweise bei Hipster, das ist dann so, dass er quasi der Hipster aus dem Inneren ist. Ich bin der Hipster von außen quasi und so entstehen dann halt, weil bei uns in der Band sind auch Jungs, die halt so ein bisschen hipstermäßig rüberkommen. Und war da unsere Songs ja alle so ein bisschen mit dem Augenzwinkern zu verstehen sind, war das auch ein ganz cooles Thema, das wir da dachten anschneiden können. Ja, du musst auch letztendlich immer mit offenen Augen durchs Leben gehen. Ne? Also deshalb sagt man immer, die Themen liegen ja auf der Straße, ne? Und manchmal laufen sie über die Straße, wie eben in Berlin die Hipster. Ja. Und das ist dann schon echt so, wenn du herläufst, da sind schon echt Typen dabei, da weißt du schon genau, okay, die holen sich da jetzt eben ihren Coffee to go. Ihren Bio-Tee und ihren Coffee to go und dann ab in den Working Space und also das ist schon so. Und wenn wir zwei uns unterhalten, ne, dann sagt man zum Beispiel irgendwie, ey,
Wenn man meine Freundin, die sagt da ständig Dinge, ich kann es langsam nicht mehr hören. Ne? Das kommt ja einfach, das ist doch einfach so. Da machen wir uns nichts vor. Ne? Und da sagst du dann auch mal, lass uns doch mal ein Lied draus machen. Irgendwie Dinge aneinander packen, die man von Frauen einfach nicht mehr hören will. Das Ganze natürlich mal so ein bisschen mit dem Augenzwinkern. Mit einem großen Augenzwinkern. Sehr gut, sehr gut. Ja, klar, jetzt natürlich... die Jazzmusik, es ist natürlich nicht jedermanns Geschmack, sage ich mal, aber für wen ist jetzt so eure CD sozusagen bestimmt? Für wen habt ihr es denn letztendlich produziert? Es kann ja, also uns ist ja ganz klar, dass Musik nicht jedem gefällt. Ne? Also das ist immer, man polarisiert da vielleicht auch mal oder sagt, irgendjemand sagt, nee, das ist gar nicht mein Ding. Genauso gibt es immer das krasse Gegenteil, die Leute, die es wahnsinnig abfeiern. Für wen ist die Musik? Ganz klar ist es jetzt nicht der virtuose Jazz, wo du irgendwie nach 5 Minuten hören irgendwie einen Komplex da in deinem Ohr kriegst, sondern es ist schon so angelegt, dass es eben auch viele, viele Menschen auch tatsächlich anspricht. Wir wollten halt tatsächlich aber auch zum Feiern und zum Tanzen bringt. Richtig, wir wollten den Jazz aber halt wirklich so zugänglich machen, dass er halt eben für alle zugänglich ist und dass ihn auch die Allgemeinheit, sagen wir mal so, gut finden kann. Und deswegen, wenn man, als es noch Konzerte gab, konnte man auf unserem Konzert immer so einen guten Querschnitt der Bevölkerung eigentlich sehen, weil da gab es dann die jungen 16-Jährigen bis die 80-Jährigen quasi und es war halt alles vertreten sozusagen. Deswegen ist es echt schwierig. Es ist dann doch, kann man schon sagen, Musik eigentlich für jedermann. Okay. Was man natürlich auch mal ein bisschen auffällt, sind auch viele, vom Text her ziemlich viel hintereinander. Also man muss schon konzentriert manchmal zuhören, was eigentlich erzählt wird. Aber ich glaube, das ist wieder auch ein Stück weit, das ist auch beim Hip-Hop teilweise manchmal so, oder? Genau. Das haben wir uns ja ein bisschen, also zum Beispiel bei Bon Voyage oder so, das ist ja von Deichkind im Original. Und da haben wir jetzt letztens noch was zu gehört, dass man jetzt ja endlich mal verstehen kann, was die da sagen. Ne? Weil wir es ja, bei uns kommt zwar auch schnell, wird zwar auch schnell gesungen, aber man versteht zumindest, was gesagt und gesungen wird. Und das ist halt typisches Hip-Hop-Element, das ist halt so viel. Ja, also von daher Seite, da ist es ja dann doch wieder trendig bei den, für die Jugendlichen dann sozusagen. Ne? Mhm. Ja, ja, jetzt, wenn man jetzt die 20er aus vor 100 Jahren betrachtet und die 20er heute, es hat sich natürlich einiges gewandelt. Was würdet ihr jetzt anders machen sozusagen? 20er damals, 20er heute, was könnte man sich rüber wünschen oder auch nicht? Eine sehr, sehr gute Frage. Was kann man anders machen? Also, ja, letztendlich, man geht ja immer in gewisser Hinsicht mit der Zeit. Ne? Und also großartig irgendwas anders machen, da habe ich jetzt keine Pläne. Wie siehst du das? Ach, ich glaube, also was man heutzutage nicht mehr so tut, ist wahrscheinlich das zu wertschätzen, was man hat. Ich glaube, die Leute aus den 20ern damals, die wussten mehr, was sie haben am Leben oder wenn sie das gute Leben gerade genießen können, dass sie es wertschätzen müssen. Und ich glaube, wir nehmen das alles schon so selbstverständlich, dass es uns gut geht. Ne? Wir haben keinen Krieg hinter uns und nichts und wir sind alle Baby gepudert sozusagen. Dass wir uns alle mal wieder darauf besinnen, dass es uns ganz schön gut geht, gerade in Deutschland. Und das ist vielleicht was man sich dann mit auf den Weg geben sollte. Ja. Obwohl man gerade doch eine ganz enorme Krise ja durchmachen, so insgesamt, ne? Gesundheitlich wie wirtschaftlich. Ja. Wie hat es denn euch getroffen jetzt aktuell? Was waren eure Pläne, was jetzt nicht stattfindet? Ja, also es ist schon so, dass man natürlich erstmal in so ein tiefes Loch fällt und sich erstmal fragt, irgendwie, was passiert hier gerade um uns herum? Kann alles nicht mehr normal sein. Dann dieser ganze Lockdown, was alles dazu führt, okay, du musst die ganzen Konzerte alle absagen. Und das ist natürlich für uns Künstler, klar können wir weiter ein Album machen und ein Album veröffentlichen, auch Interviews geben, aber wenn du nicht auf der Bühne stehen kannst und kein Konzert geben kannst und den einfach nicht nah beim Publikum sein kannst, das ist schon wirklich schwierig.
Also weil wir wollen einfach nah bei den Menschen sein und mit den Menschen gemeinsam schön ausgelassen feiern und Spaß haben. Und wenn man das nicht machen kann, das ist für einen Künstler echt ganz, ganz hart. Und das hat uns, glaube ich, wirklich einfach beide getroffen. So wie Absolut. Viele, viele, viele andere Künstler einfach auch. Ganz klar. Das muss man ganz klar sagen, ist schwierige Zeit und wir hoffen, dass es natürlich alles so schnell als möglich auch wieder Normalität wird. Wobei Normalität, klar, es ist immer schwierig, ne? Ganz klar. Ja. Ihr seid ja jetzt aktuell gerade unterwegs, ein bisschen die CD promoten. Willkommen in den 20ern. Wie kommt es bei den Medien so an? Wie ist da die Resonanz? Was kriegt ihr für Feedback? Ja. Bis jetzt eine sehr positive Resonanz. Also vor allem auch auf die eigenen Songs, was uns natürlich sehr, sehr freut. Absolut. Es ist uns eine Ehre, wenn wir da tolles und positives Feedback bekommen. Was wir gesagt bekommen, ist, dass das ganze Album frischer und gereifter klingt als das erste Album. Genau, das ist besonders wichtig für uns, dass es halt besser ist als das erste. Halt. Genau, also aber das ist natürlich einfach, wir sind als Band einfach in den letzten Jahren so zusammengewachsen. Ja, genau. Das spiegelt sich dann natürlich wieder. Und sowas hören offensichtlich dann auch die Redakteure und finden das gut. Mhm. Nee, also das kann ich eigentlich auch nur unterstreichen, das muss man ganz klar sagen. Mir hat es also beim Reinhören auch gleich sehr gut imponiert und gefallen. Und man kann ja wirklich super toll gleich, wie wir schon gesagt haben, mit Schnipsen, mit Wippen und, glaube ich, das, was eigentlich dann der Funke sozusagen ausmacht. Ne? Ja, vielen Dank. Freut uns das Kompliment. Ja, gerne, gerne. Also, wer jetzt natürlich auch mehr von euch sehen und hören will, wo muss man denn reinschauen? Wo seid denn ihr vertreten auf den heutigen Social-Plattformen? Der goldenen 20er in der Neuzeit. Ja, also auch wenn wir die Grenze der 30 jetzt auch so ein bisschen hinter uns gelassen haben, sind wir natürlich auch so ein bisschen digital affin. Das heißt, man findet uns definitiv also in den ganzen sozialen Medien. Also zum einen gibt es unsere Webseite goldmeister-official.de, dann gibt es Facebook, wo wir zu finden sind. Und Instagram natürlich, überall Goldmeister, YouTube, überall Goldmeister Official. Ja. Und, nur Twitter haben wir nicht. Ja, gut. Aber ich glaube, hier mit Facebook, YouTube und... Da kümmert sich keiner drum, ja. Wusste ich zum Beispiel dann genau. Twitter. Ich sage mal, mit Facebook, YouTube und Instagram und so, da hat man, glaube ich, schon das große Feld sozusagen jetzt fällt mir das Wort. Genau. Abgedeckt, genau. Da hat man das große Feld dann schon abgedeckt, ganz genau, richtig. Ja, so soll es ja auch sein. Jetzt müsst ihr aber schon wieder weiter. Eigentlich hätten wir uns gerne in Stuttgart live getroffen, aber das war irgendwie leider nicht ganz möglich. Ihr müsst wieder weiter nach Wuppertal, oder? Da seid ihr zu Hause, oder? Ganz genau, ja. Ich bin da zu Hause. Ich bin der Wuppertaler, quasi der einzige Nicht-Hamburger der Band. Ja. Ja, ich muss also immer sehr weit reisen zu den Proben. Ja. Okay. Aber ich sag mal so, ich bin ja Kummer gewohnt. Also von daher. Wenn du gerade sagst hier mit Proben und so weiter, wie kommt er denn dann zusammen? Wie wird geprobt? Das ist eine gute Frage, ne? Mit Abstand. Also genau. Mit Abstand sind wir uns alle am liebsten. In der Jetztzeit, ja, genau. Das klappt aber ganz gut. Ne? Okay. Also großer Proberaum, das klappt. Genau. Ich sag mal, es wird hier und da immer mal vergessen. Das muss man einfach dazu sagen. Da muss man sich ein bisschen am Riemen reißen. Das sieht man aber ja leider auch überall, dass das immer mal wieder vergessen wird und offensichtlich in Hintergrund gerät, weil die Zahlen sich ja gewaltig verbessert haben. Aber nichtsdestotrotz ist es halt immer noch da. Und müssen wir halt alle durch. Naja, ganz klar. Und ihr habt die Musik so von der Pike auf dann gelernt oder wie ging es grundsätzlich los da im Kindesbeinen, von Kindesbeinen an? Also ich habe als Kind schon Klavier gespielt, ich habe in Chören gesungen, A Cappella-Gruppen gehabt, ich habe alles Mögliche musikalisch gemacht, habe mich in vielerlei Hinsicht ausprobiert, das muss man wirklich sagen, weil man einfach natürlich auch ja, sich selbst einfach finden muss in der Musik. Und ich muss mittlerweile einfach sagen, ich bin echt angekommen da bei Goldmeister. Sehr gut.
Jawohl, ja, auf dem Terrain. Ja, ich habe tatsächlich auch als Kind schon Klavier gespielt, habe auch schon als Kind immer Kassetten aufgenommen und darauf gesungen und sowas und habe dann mir irgendwann selber Gitarre spielen beigebracht und ich glaube, ab dem 14. Lebensjahr hatte ich meine erste Band. Also ich habe tatsächlich immer in Bands gespielt und dann irgendwann nur noch mit Chris in verschiedenen Bands gespielt. Jetzt natürlich auch nochmal die Frage, wie kommt der Name Goldmeister zustande? Ich glaube, das ist eine Frage, die müsst ihr auch, denke ich, oft beantworten in Interviews. Aber hier in meinem Wikipedia steht irgendwas, eine Mischung aus Goldene 20er und Grandmaster Flash. Stimmt das? Da hast du die Antwort ja schon. Genau. Also das war natürlich die beliebteste Frage in den Interviews zum ersten Album. Wie kam es zu dem Namen Goldene 20er Jahre? Das ist eben die Musik und der Hip-Hop-Einfluss, also Raps sind Grandmaster Flash, der den Rap quasi oder den Hip-Hop quasi begründet hat. Mhm. Und ansonsten ist natürlich so im Hip-Hop-Slang auch dieses Yo-Meister. Ne? Ja. Das ist natürlich auch irgendwie gang und gäbe. Und von daher, wir haben es einfach gemixt, so wie auch unsere Musik. Richtig. Sehr gut, sehr gut. Ja, dann haben wir ja doch schon ein bisschen was über euch erfahren. Und wenn ich jetzt nochmal an Wuppertal denke, da fällt uns ja immer noch die Schwebebahn ein, die ja auch, glaube ich, jetzt eher eingestellt wird, oder? Ja, du bist richtig gut informiert, gut recherchiert auf jeden Fall. Also Wuppertal, das Wahrzeichen ist natürlich die Schwebebahn und sie gilt immer noch als das sicherste Verkehrsmittel der Welt. Ist das klar, so? Das ist tatsächlich so. Sie ist mal abgestürzt, das weiß man, glaube ich, auch. Aber nichtsdestotrotz immer noch das sicherste Verkehrsmittel. Dann ist es so, dass sie die alten Schwebebahnen quasi alle ausgetauscht haben gegen neue. Die haben sich also in Spanien neue Schwebebahnen angeschafft, haben die dann jetzt aufgehängt. Und jetzt nach, ich glaube, 2 Jahren stellt man dann fest, dass diese Reifen der Schwebebahn, also diese Räder, sich unheimlich schnell abnutzen. Okay. Und jetzt hat aber der Lieferant Probleme, neue Reifen zu liefern. Und jetzt muss die Schwebebahn leider ein Jahr ausfallen. Also was da in Wuppertal los ist gerade. Was da los ist. Genau. Und dann noch der legendäre Sprung des Elefanten in die Hochhaut. Das kannte ich halt auch. Der jetzt tatsächlich vor ein paar Tagen exakt 100 Jahre zurücklag. Ja, richtig. Und so lange schon her. Und es ist tatsächlich richtig, der Elefant hieß Tuffy und da hat damals quasi ein Zirkus Werbung gemacht, auf sich aufmerksam gemacht und die haben dann gedacht, ach, wir packen jetzt mal so einen kleinen Baby-Elefanten hier in die Schwebebahn rein. Machen mal eine Promotour mit der Schwebebahn. Und der hat natürlich da oben irgendwann dann Panik gekriegt und ist dann quasi mit dem Popo zuerst durch die Türen in die Wupper gefallen, hat sich aber tatsächlich nicht viel getan. Also der hat sich, glaube ich, irgendwie ein paar Kratzer zugezogen hat da Gott sei Dank ist er dann nochmal irgendwie mit einem blauen Auge davon gekommen, wie man so schön sagt. Ja. Ob man das jetzt toll finden muss, einen Elefanten in eine Schwebebahn zu tun, da sprechen wir zu einem anderen. Das ist was anderes, genau. Richtig, aber mein Goldmeister könnte doch in der Schwebebahn das nächste Konzert geben. Das wäre doch auch was, oder? Wäre doch was, ja. Also, ich dabei. Also absolut. Es ist natürlich, jetzt muss man sich das so vorstellen, das ist ja, die Schwebebahn ist ja recht lang und recht schmal. Ja. Und gerade jetzt, wo wir quasi Abstand halten müssen, kriegen wir wahrscheinlich von vorne bis hinten in die Schwebebahn 10 bis 20 Leute vielleicht rein. Und die fährt dann durch Wuppertal und wir spielen live über den Schwebebahn. Vielleicht machen wir mal so ein exklusives Ding da draus. Ja, also zumindest hätte er bestimmt noch mal ein bisschen mehr Aufsehen dann sozusagen. Man müsste aber nicht aus der Bahn rausspringen, das nicht. Versuchen wir. Soweit, so gut, genau. Ja, also ich hoffe, dass wir uns mal irgendwo auch mal live begegnen und natürlich auch eure Musik mal live hören. Das wäre ganz gut. Ja. Und ist immer herzlich eingeladen zu Konzerten von uns. Dankeschön. Dann, wenn ihr jetzt noch ein bisschen was an eure Fans noch richten wollt, ein letztes Schlusswort, Grußwort, wie auch immer, dann habt ihr jetzt die Möglichkeit.
Also definitiv. Wir können nur sagen, Dankeschön, dass ihr uns quasi immer so fleißig unterstützt, dass ihr unsere Musik hört, dass ihr das abfeiert. Und ja, dass wir auch in den schlechten Zeiten einfach merken, dass ihr da seid und da bleibt. Und bleibt ja, alle gesund auf bleibt jeden Fall. Gesund, das ist das Wichtigste. Genau. Und ein letztes noch, jetzt fällt mir doch noch was ein. Ihr seid jetzt demnächst auch noch in ein paar Fernsehsendungen zu erleben. Wo kann man euch denn jetzt so in den nächsten Sommermonaten da noch irgendwo sehen? Wir sind beim ZDF Morgenmagazin, wir sind beim ZDF Fernsehgarten, wir sind beim BR in der Abendschau, wir sind im RBB, im ZIP Sommergarten. Ja, wir haben also ein paar Sachen vor uns, auf die wir uns sehr freuen. Ja. Alles klar, am besten auf eure Homepage schauen, die ist ja auch immer aktuell dann mit Terminen und da erfährt man es dann mit Sicherheit und dann ist auch alles richtig erwähnt. Ja? Oh, super. Sehr gut. Also, Dankeschön. Dann euch alles Gute, einen schönen Sommer noch und gute Zeit, gesund bleiben vor allen Dingen, das ist ganz wichtig und dann sage ich mal, bis ganz bald. Ja, und vielen Dank auch an dich. Das muss man auch mal sagen. Es ist toll, dass es so Menschen gibt wie dich, die nämlich eben auch mal Künstler vorstellen und einfach mal zeigen, was sie auch selbst gut finden. Also finde ich ganz toll. Dankeschön. Bitte gerne. Sehr gerne. Und wie gesagt, wir vernetzen uns, wir verlinken uns. Dann kann eigentlich nichts schief gehen. Ne? Richtig. Machen wir. Alles klar. In diesem Sinne. Macht's gut. Bis dann. Ganz lieben Dank. Tschüss. Tschüss.